Jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich weiß, Dike, dass du noch drinne bist. Gehirn? Du hast mich schon lange rausgewotet. Nein, wo bist du denn? Hey Leute, ich bin's, der Claudio und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute haben wir was Besonderes vor. Und zwar seht ihr gerade, ich stehe vor einer weißen Wand. Mit dabei ist DK. Hi, sorry. Und ihr seht schon drüben, ich sehe da ganz viele DKs, guck mal hier. Okay, du bist schon mal nicht DK. Ich schreibe mal schon mal rein. Genau, Freunde, ich erkläre es euch kurz. Heute drehen wir den Spieß mal um und zwar haben sich alle wie DK oder als DK verkleidet und das Ganze ist ziemlich lustig. Wow, da vorne verkleidet sich noch jemand. Ja, ziemlich stark, dass du dich noch verkleidest. Das hast du gut gemacht. Ja, man sieht noch das Halloween, aber egal, Freunde, wisst ihr was? Komm, es ist mit den Zuschauern und das macht Spaß. Und ich habe heute die Aufgabe herauszufinden, wer DK ist. Okay. Und was sagst du jetzt zum... Wenn du uns jetzt anguckst, wird es schwierig für dich oder weißt du schon, wer ich bin? Oder hast du eine Vermutung? Wird schwierig. Was ist das denn? Da hat jemand Kartons gemacht. Wird schwierig. Also, das wird nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, ich fange mal bei dem hier an. Komm, geh mal raus. Aber das Ding ist, Dicke, du darfst auch zum Beispiel jetzt nicht ein anderes Oberteil nehmen, um mich zu verwirren oder so. Nee, mach ich nicht. Hab ich nicht. Okay, das heißt, dass du da Bescheid weißt. Ja, ja. So, ich würde sagen, guck mal. Die Person kann direkt raus. So, jetzt ist die Frage. Jetzt weiß ich halt nur nicht. Wow. Wow. Guck mal, die Person geht schon raus. Guck mal, geht schon raus. Perfekt. Er ist schon rausgegangen. Alles gut. Dann würde ich sagen, die Person hier auch auf jeden Fall. Die Person muss raus. So, sehr gut. Ja, guck mal, hier ist der Körperbau zum Beispiel, muss ich ehrlich gestehen, nicht wie deiner. Und du hast jetzt deinen Körperbau nicht verändert, oder? An der Größe ein bisschen. Ja, an der Größe, okay, an der Größe. Da muss die Person hier auch raus. Ja, sehr gut, die ist rausgegangen. Jetzt wird es schon knifflig, die kenne ich. Ich bin ehrlich zu dir, weißt du warum? Warum? Ich weiß nicht, ob es an der Sonne liegt, aber guck mal, zum Beispiel, das hier ist so hell ein bisschen und das hier ist nicht mehr so hell, oder? Das ist jetzt schwierig, das ist schon schwierig. Guck mal, hier bewegt sich die ganze Zeit einer. Und der hat ein Polo-Shirt am Champion. Raus mit dir ganz schnell mit dem Polo-Hemd. Aber ganz schnell. Och nö, schreibt der auch. Jetzt wusste ich doch, dass der es nicht ist. Okay, das ist schon mal positiv. Jetzt wird schwierig, okay, oder? Die Person, die kann auch, ja, aber ich sortiere gerade aus. Die Person kann auch schon mal raus. Okay, weg mit dir. Körperbau ist einfach falsch. Boah, jetzt wird schon schwieriger. Das gibt's nicht. Aber weißt du, was gerade ein paar Leute verrät? Was denn? Die Körperhaltung. Du hast eine Standard-Adopt-Me-Körperhaltung. Guck mal, die haben hier so eine andere Körperhaltung. Das heißt, die Person kann hier auch raus. Das bin ich. Spaß. Ey! Ich schreib mal rein, bye. Ja, dann schreib mal ein bisschen rein, dass wir uns alle nochmal kurz zusammen, weil die hinten stehen ziemlich weit weg. Okay, schreib mal rein. Geht mal nah beieinander, aber ein bisschen Abstand. Die Person hier soll weg. Guck mal. Ich trage den mal kurz. So. So, der kommt jetzt hier hinten hin. So. Tut mir leid, aber jetzt gerade müsst ihr da hinten stehen, weil ihr seid ein. Hi Claudio. Du hast eine Playmobil-Figur. Freunde, Dankeschön. Ihr hört auf mich, das ist schon mal sehr cool. Du hast doch gerade da hinten noch eine Person nachgegangen. So, boah, jetzt wird's schon schwierig. Ah, okay. Da hat eine Person anscheinend das falsch wahrgenommen. Das heißt, ja. Obwohl, nee, warte, wir warten noch. Bleib mal da. Dike, komm zurück, du musst nicht weggehen. Komm zurück. Soll ich zurückkommen? Ja, komm zurück. Ich stehe lieber noch hier hinten. Wie, du stehst da hinten? Was? Nein, du bist noch drin, ich weiß das. Boah, das ist schon schwierig, Dike, aber die Person hier wollte ich mal raus. Komm, geh raus, Dike. Ich würde sagen, die Person ist raus. Ey, das ist schon schwierig. Weißt du warum? Du hast auch so. Du hast den halt den Standard männlichen Körper. Ja. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Boah, ist das gemein. Warte mal, guck mal, die Farbe von dem Shirt ist anders. Das heißt, das ist auch ein anderes Shirt. Das muss auch weg. Also die Person geht jetzt auch hier raus.
Warum steht die hier hinten? Der soll mal wieder in die Reihe kommen, was, ne? Hm, ja gut, ich glaube... Boah, jetzt wird's schwierig. Ach komm, der geht jetzt auch raus, wenn er schon hier hinten steht. Hast du schon einen Favoriten? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Wirklich. Jetzt wird's richtig schwierig, DK. Okay. Ob du mir glaubst oder nicht. Boah. Ich bin auf jeden Fall noch drin. Alles gut. Hä? Hä? Der ist einfach weggegangen. Das heißt, du bist noch drin. Ah, willst du dich verraten? Nein, wie viel Glück ich habe. Was machen wir? Ich guck's mir an. Warte, ich schreib mal rein. Warte, du machst nochmal spannend. Ist es Daniel, die hier drin ist? Ohne Klamotten von ihr. Sorry, ich wollte dein Video nicht. Nee, alles gut. Du hast gefragt, ob es Danja ist? Ja. Mal schauen. Nee, das ist nicht Danja. So. Ah, ich bin. Nee, das ist eine Zuschauerin, die macht gerade Spaß. Okay. Ja, gut, es ist Top. Top. Three. Top 3. 3. Ich kann nicht mal das 3TH aussprechen, Mann. Was ist mit mir los? Okay. Boah, jetzt ist es richtig schwierig, DK. Also die rechte Person würde ich tendenziell eher rausworten. Ah, die Haare! Ja! Er hat die falschen Haare! Das merkst du erst jetzt? Ja, ich habe nur von vorne die ganze Zeit geguckt, weißt du? Oh mein! Der muss raus. Der muss raus. So. Jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich weiß, DK, dass du noch drinne bist. Oder bist du noch drin, sei ehrlich? Ja, ja. Okay, das heißt, oh, ich bin im Finale. Jetzt wird's aber schwierig, sag ich dir ganz ehrlich, weil, boah, ihr seid schon identisch. DK, geh mal kurz zu ihm. hat nicht geklappt, Freunde, hat nicht geklappt. DK ist intelligent. So, ich betrachte euch mal noch von hinten und von vorne. Schaut mal, von hinten sieht das alles gleich aus. Hä, wo geht die Person? So geht die nach vorne. DK, du darfst keine Spielchen betreiben, DK. Du darfst keine Spielchen betreiben, das ist unfair. Mach ich auch nicht. Alles gut. So, ja, aber die Person ist gerade nach vorne gegangen. Boah, lass mich nicht lügen. Zeig mal. Hm. Oh, das ist schon echt schwierig. Das ist richtig schwierig. Ich tue mich gerade richtig schwer. Aber guck mal hier. Alles stimmt hier. Alles stimmt hier auch. Hm. Sogar der Körperbau ist gleich, ne? Ja, jetzt ist es eigentlich nur noch raten, weil guck mal, ihr habt alles gleich, identisch, alles. Mhm. Ist schon schwierig jetzt. Da die Person nach vorne gegangen ist, würde ich sagen, dass diese... Warte, ich schreibe was mal rein. Und die glauben alle an dich, die sagen, du schaffst das und so. Raus, so. Okay, ich würde jetzt sagen, ich mache hier aus dem Creative-Modus raus und ich klicke mal drauf. Nein, ich hab's nicht. Wo bist du? Ich hab geschrieben, guck mal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht, du musst schon springen oder so. Ich springe. Bleib mal stehen. Komm mal mit, ich seh dich nicht. Komm mit mir mit. Warte mal kurz. Komm mal mit zu mir, DK. Nur du kommst mit mir mit. Nein, warte mal. Nein. Hä? Aber hast du deine Kopfform oder so geändert? Nee, überhaupt nicht. Nur größer. Ich hab mich kleiner gemacht. Och Mann, komm mal vorne mit mir, DK. Ich seh... Freunde, wieso macht ihr das denn gerade? Bist du... Das ist... Hä? Moment mal, deine Kopfform ist anders. Nee. Ah, du hast keine normale Standardkopfform, du hast eine andere Kopfform, sehe ich gerade. Okay. Ich dachte, du hättest die Standardkopfform. Das hat mich verwirrt. Ach Mann, Freunde. Ich hab versagt. Ich glaube es nicht. DK hat mich hops genommen. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich habe richtig versagt. Sollen wir das Ganze mal mit René machen oder mit jemand anders? Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ja, wir machen das Ganze öfter oder nochmal und ja, ich bin ein bisschen traurig, weil ich verloren habe, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Wann habe ich dich denn rausgewortet? Relativ früh oder wann? Ich glaube, jetzt Fünfter. Also Fünfter von letzten. Okay. Ich hab richtig versagt. Egal, Freunde, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.